Ja, ich begrüße Sie recht herzlich zur Informationsveranstaltung der WIPA hier in Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Und es geht heute um die Innovationsthemen 5G und Smart City in Adlershof. Und wir werden Ihnen heute mal drei bereits am Technologiepark Adlershof, ich habe es mal so formuliert, im Bau befindlichen Zukunftsthemen informieren. Also ist schon einiges gestartet in 2020. Und Ulf Künzjammer wird einmal aus Sicht des Standortbetreibers 1&1 Versatel über den laufenden Ausbau berichten und da auch mal ein bisschen Einblick geben, was da eigentlich alles so gemacht wurde. Wenn wir hier beginnen, bundesweit und regional, dann bedeutet das, dass wir hier am Campus in Adlershof bereits seit 2012 die Aufgabe bekommen haben, von der Vista Management als Campusbetreiber das bestehende infrastrukturpassive Netz entsprechend zu beleuchten, mit Produkten zu befüllen und haben derzeit etwas über 380 Internetzugänge verschiedenster Couleur hier am Campus realisiert. Wenn Sie es von Smart City sprechen, dann bedeutet das auch, wenn man IoT-Anwendungen nutzen und ausrollen möchte, dass das dahinter gelagerte Netzwerk natürlich auch genau das transportieren kann. Und neu ist in der Modernisierung, die wir in 2019 mit der Vista Management beschlossen haben, umzusetzen, dass wir also zweimal 100 Gigabit als zentraler Internet-Breakout am Campus zur Verfügung stellen. Wir befinden uns am Campus mit ca. 1100, 1150 aktiven Firmen. Wir haben derzeit davon über 380 Internetverbindungen realisiert. Ich möchte es einmal klar aussprechen: Sie sind durchaus in der Lage, eine 10 Gigabit Anbindung tatsächlich zu nutzen. Ich würde jetzt im nächsten Slot, wie angekündigt, den Ball virtuell an Roland Sillmann ausrollen. Als Geschäftsführer der Vista Management wird Herr Sillmann uns zu den Innovationsthemen im Bereich Smart City und 5G Einblicke geben. Für uns stellt sich immer die Frage, was müssen wir am Standort verändern und optimieren, dass er auch weiterhin die idealen Rahmenbedingungen gibt, einerseits für die Wissenschaft, dass sie exzellente Erkenntnisse liefern kann, andererseits aber auch für die Wirtschaft die Rahmenbedingungen, die notwendig sind, um zu wachsen. Wenn wir uns das angucken, ist sicherlich das Thema Smart City und der Bereich 5G sind wichtige Themen, um diese Rahmenbedingungen zu liefern und um gleichzeitig auch die junge Leute anzuziehen und die bestehenden Leute hier zu halten. Wir wollen nicht einfach eine Kommunikationsinfrastruktur zu machen, sondern wir wollen variable Strukturen machen, dass man je nach Bedarf auf die richtige, passende zurückgreifen kann. LoRa, für alle, die es nicht kennen, ist dann hervorragend, wenn Sie mit wenig Energieaufwand, mit wenig Kosten einfache Signale schnell transportieren wollen. Dann wurde schon gesagt, wir haben diese redundante 100-Gigabit-Leitung vorhanden, weil ansonsten würden wir den Datentraffic, der durch eine höhere Nutzung von Internet of Things kommen wird, gar nicht bewältigen können. Das redundante 500-Gigabit-Netz haben wir dann mit einem WLAN-Netz kombiniert und haben eben gleichzeitig jetzt im Aufbau befindlich die 5G-Infrastruktur, die wir im Kerngebiet haben wollen, damit es auch mit dem neuen Telekommunikationsstandard, der eben gerade LoRaWAN perfekt ergänzt. Wichtig dabei ist noch, dass wenn Sie einfach ein Signal reingeben, dass es dann nicht irgendwo auftaucht, sondern dass Sie eine Plattform haben, wo Sie schon in einer angenehmen Art anwenderfreundlich die Daten aufbereitet bekommen. Das ist das, was wir hier aufbauen wollen. Und wenn das alles fertig aufgebaut ist, dann sind wir mit Adlershof im Umkreis von 1000 Kilometern der bestangebundenste Ort. Das heißt, der Ort, an dem Sie am besten Applikationen im Bereich Internet der Dinge, 5G, ausprobieren und platzieren können. Ich würde jetzt das Wort an Dr. Bornkessel übergeben. Herr Bornkessel, TU Ilmenau, forscht im Bereich 5G in der Hochfrequenztechnik und wird uns da ein paar Einblicke geben. Wir werden so ein bisschen Deep Dive bekommen, glaube ich, an der Stelle auch, aber ich glaube, Sie können auch wieder an die Oberfläche zurückkehren. Ich übergebe Ihnen die Bühne, Herr Bornkessel. Ich möchte Ihnen die Thematik elektromagnetische Felder beim 5G-Mobilfunk nahebringen.
Das heißt genau genommen, dass bei uns in Deutschland ein Mobilfunknetzbetreiber eine Mobilfunkbasisstation nicht irgendwo einfach hinstellen und einschalten kann. Diese Mobilfunkbasisstation wird vor der Errichtung bzw. vor der Inbetriebnahme strahlenschutztechnisch geprüft. Wie sieht das genau mit diesen Sicherheitsabständen dort aus? Das möchte ich hier mal an zwei schematischen Bildern darstellen. Stellen Sie sich vor, das ist hier so eine Mobilfunkbasisstationsantenne. Und ich habe jetzt diese Bereiche so formatiert, dass die Bereiche, wo die Bevölkerungsschutzgrenzwerte überschritten werden, rot dargestellt wird und alle Bereiche außerhalb, wo der Grenzwert eingehalten wird, grün dargestellt. Wenn die Situation also vorliegt wie hier, dann würde die Bundesnetzagentur sagen, lieber Netzbetreiber, nein, du kriegst keine Standortbescheinigung. Dann hätte der Netzbetreiber beispielsweise die Möglichkeit, die Antenne ein bisschen höher zu bauen. Und in dem Fall ist also eine strahlenschutztechnische Sicherheit gegeben und der Standort ist bescheinigungsfähig. Die Sendeleistung bei 5G ist zumindest in derselben Größenordnung wie bei GSM, UMTS und LTE und in einigen Frequenzbereichen sogar völlig identisch. Wenn ich mir diese in Rot dargestellten 5G-Frequenzen mal angucke, dann stelle ich im Prinzip fest, die sind eigentlich gar nicht neu. Die Art der Antenne und auch die Art der Verteilung der Energie ist abhängig vom Stationstyp. Mit Indoor-Kleinzellen, Indoor-Small-Cells oder auch Pico-Zellen genannt. Die haben typischerweise nur eine Abdeckung von einigen 10 Metern. Punkt Nummer zwei, die Kleinzellen habe ich nicht bloß im Innenbereich, sondern auch im Außenbereich, nennen sich dann Mikrozellen. Da ist die Antenne hier oben in diesem Leuchtkennzeichen drin. Und dann haben wir eben so die typischen Mast- oder Hausdachinstallationen, die Makrozellen, die bis zu einige Kilometer Abdeckung dort berücksichtigen. Speziell und nur bei Makrozellen im Frequenzbereich 3,4 bis 3,8 Gigahertz werden jedoch auch diese sogenannten strahlformenden und strahlschwenkenden Antenne eingesetzt, wo, wie hier unten dargestellt, je nachdem, wo sich der Nutzer befindet, sich eher sehr kleine, enge Strahlen ausbilden und die, wenn sich beispielsweise dieses Endgerät bewegt, es sogar dem Nutzer nachgeführt werden kann. Und das ist eben der Hauptunterschied eigentlich von der 5G-Technologie, dass diese strahlformenden Antennen mit der Nachführung der Strahlen eingesetzt werden können, aber erstens nicht bei Outdoor- und Indoor-Kleinzellen, sondern bloß bei Makrozellen und zweitens, wenn ich über Makrozellen rede, eigentlich nur in diesem Frequenzbereich 3,4 bis 3,8 Gigahertz dort.